könnte es Edla sein. Das Pantheon hat mir mehr offenbart als die Wahrheit über meine Eltern. Ich weiß jetzt, wie verkommen die CIA wirklich ist. Ermorden die eigenen, ihre Besten. Manipulation. Du kannst nicht glauben, was sie dir erzählten. Sie kannten deinen Schwachpunkt. Worte eines wahren Gläubigen. Du bist nichts ohne die CIA, Woods. Pantheon nahm mich auf. Sie zeigten mir ihre Vision der Agency. Was zum Teufel wollen sie, Harrow? Das ist ein Schlüsselmoment der Geschichte, Woods. Die USA steht davor, die einzige Supermacht der Welt zu werden. Durch eine Organisation so korrupt, so dekadent wie die CIA, sollte die Fäden ziehen in einer neuen Welt ordnen. Aptos. Das wird nicht passieren. Während des Studiums ihrer Stärken, ihrer Fehler aus dem Inneren. Pantheon ist bereit für die Kontrolle, wenn unsere derzeitige Führung weg ist. Wir stellen sie diskreditiert an den Pranger, wie sie es verdienen. Ach, du bist völlig irre. Die Amerikaner erhalten einen Realitätscheck. Die CIA kann sie nicht mal vor solchen beschützen wie Saddam Hussein und seiner schlimmen neuen Waffe. Ein Force-Flag-Angriff? Keiner wird das glauben. Hey, servus, grüß dich, meine Hübschen. Servus, grüß dich, servus. Das ist der einfachste Teil. Kleine Orgie, gefährlichst? Woher weißt du, dass nicht jemand anders seine Eltern getötet hat? Es könnte das beschissene Pantheon gewesen sein. Du warst ein Kind. Kannst du deinen Erinnerungen wirklich trauen? Ziele eliminiert. Wer weiß. Wie kannst du dir so sicher sein? Ziele eliminiert. Das wäre dann wieder eine andere Stimme, aber ich hätte es trotzdem cool gefühlt als Plot-Twist. Das war nicht der Clan. Jetzt trotzdem cool tun, wenn es er gewesen wäre. Oh, den nehme ich gern. Den Splitter, den nehme ich sehr, sehr gern. Danke. Hau mir einfach eine und tschüss, geh auf Zeit und schieße den. Ich will den später voll machen. Oh, wie nett. Oh, das ist wie schön. Boah, kann was. Gibt's auch andere Puppen? Okay, aber dann nur die Schrote ist in Ordnung. Mach gut, nehme ich trotzdem. Ich wollte gerade sagen, so sind die ein bisschen dezent steppert da drin oder was? Das ist nicht Sound. Gerechtigkeit siegt, Jake. Ist er noch bei mir? Oh. Ganz andere Puffen, ein bisschen deppert, das ist ein Hit. Das ist ein Hit. Mega. Geil, Alter, geil. Geil. Also, ich kann Dauerfeuer machen, oder was? Ich kann nicht nachladen. Oh, gut. Nicht gut. Mach einfach den hier und tschüss und leg mir im Arsch. Ach, du super! Schwächer. Ich hab mir gar nicht aufgefallen. Ich bin die einzige reale Person hier. Riech mir jetzt ja nicht zusammen, Harrow. Bleib bei mir! Du bist relativ schnell unterwegs. Nachladen brauche ich nicht. Weißt du, sicher, kurze Kontrolle. Jetzt mach ich auf möchte gern Tomb Raider. Alles klar, Digga. Wenn die trifft, ist wieder ein Unterschied. Fick dich! Ich hab sie besiegt. Vielleicht hast du. Vielleicht bist du vergiftet oder irgendwas? Die letzte Scherbe. Hast du vielleicht irgendwie irgendetwas zu dir genommen, was vielleicht nicht gut ist? Ich kenne mich jetzt wenig aus. Ich spüre es selber nicht, aber es ist halt vielleicht nur so eine kleine Vermutung. Ich bin nah dran. Der Spiegel ist so gut wie ganz. Ich nehme mal sicher was mit. Sicher. Du kannst das Geschehene nicht rückgängig machen. Harrow! Nein. Alles okay? Verstehst du denn nicht?
Du kannst nicht gewinnen. Du bist ein Teil von mir. Wir hängen da beide drin. Bis zum Ende. Wir verlieren sie. Das ist keine Option. Sepp, ich krieg wieder einen Pappen, Alter. Na gut, Alter. Warte mal. Ja, den haben wir, den müssen wir gleich erschießen. So gut. Hätte das nur vier eine gegeben. Ich frage mich zwar nur, wie viele Mitglieder drin sind, aber sehr schön. Das ist halt immer wieder diese Frage, wie viele sind die Kinder in diesem scheiß Mitglieder. Sepp, was steht da schon einer mit der Panzerfaust? Na gut. Aber schön, Alter. Wieder mal wenigstens aufgerammt. Wieder mal wenigstens was Richtiges simuliert, Alter. Nicht immer nur gegen Pappe schießen. Gar kein Bock. Was heißt die Geschütze, Alter? Sehr froh, dass ich überhaupt was mache. Normalerweise hätte ich nur zugeschaut. Ich gönn mir mal einfach. Oh, Lado. Ich soll genau mitten ins Geschehen reinhüpfen. Geil, richtig geil. Ist ja nicht so, wie wenn die wieder alles machen. Weiß ja nicht, ob der jetzt wieder einer zu mir kehren würde oder nicht, oder doch, oder leck mich am Arsch. Dann doch mal. Nehm ich. Achso, ja, da war ja was. Da war ja was, Digi. So, einmal. Warte mal, Schule. Und zweimal. Das muss schon. Muss schon schön platziert werden. Schön. Wahrscheinlich werden wir fett dabei drauf gehen. 100%. Die Step, oder? Die Geschütze sind komplett im Arsch aufgestellt. Komplett im Arsch. Ja, treffen tut's einmal, also irgendwas haben wir richtig gemacht. Wenn mir einer zu nahe kommt, dann scheiße geht. Weißt, er schreit mir hinterher, du musst sie aufhalten, du bist auch hier. Du kannst auch was machen. Weißt, ich bin nicht der Einzige hier. Du musst sie aufhalten, Kate. Oh mein Gott, Alter, was ist da los? Wäre eher nicht einmal anwesend, weißt du? Ich muss alles machen. Oh, du gehen Arsch. Du gehen Arsch. Ah, das ist doch so ein elektrischer Haberer. Ah, das ist so einer, Alter. Der kann richtig fett scheiße gehen bei mir. Der kann richtig schön fett scheiße gehen. So ein elektrischer Haberer. Oh, leg mir Arsch. Boah, das zieht der Bauch. Die Buffen, bist deppert. Gute Arbeit, Leute. Warte, lass mich schnell nachladen. Nicht gut. Ja, ich mach mal den hier. Ist mir lieber. Ist mir definitiv lieber. Ich mach mal den hier mit der Plattenpanzer. Oh, schön in die Fresse. Wichtig. So liebe ich es. Ich trau mich da teilweise gar nicht aus. Nicht, dass ich da gleich wieder einen in die Pappen krieg. Und dann hast du wieder, ja, wir liegen eh, wir sind eh hier. Nein, Scheißdreck liegst, Alter. Da tust du ja nur so. Ah, ich lade wieder. Für das, dass da plötzlich Rauchgranaten waren. Ist ja echt wenig los. Irgendwann hat geschossen. Ah, jetzt kommen's! Na büste, jetzt kommen's alle! Na leg mir Arsch! Geh bitte gegen einen Juggernaut hätte ich wagen kommen können, geh bitte! Den hätte ich auch so viel können, sind wir nicht haben. Ich will ja nicht aufmuffen, aber normalerweise hätte ich ihm schon auch nicht gehen können.
mit der Buffe super. Das war auf Schaden und Schuss verbracht. Immer noch diese. Und Schuss. Ist der Wappler hier? Da ist er noch einer. Na wie schön. Da ist er noch ein Hübscher dabei. Oh, wie lieb. Oh, das ist ein richtig fetter Marsch. Hoppala. Hat mir jetzt immer geleitet. Panzerboss hätten wir aber auch nehmen können. Er ist auf dem Weg zu seinem Schöpfer. Marshall, ich glaube, Sie sind drin. Scheiße, alle ins Haus. Adler, Stan, Felix, blockiert Sie rechts. Case zu mir. Warte, Sie sind jetzt auch noch drin? Nee. Oh, hoppala. Da wären schon so viele wegen mir Meier gegangen, Alter. Die Steppert. Boah. Die wären alle schon so dermaßen hops genommen worden von mir. Opa. So, einmal. Deppert, Alter. Warte, ich sieh das gerade. Das ist keine gute Idee. Das ist gerade überhaupt keine gute Idee gewesen, was ich da jetzt gerade gemacht habe. Aber hey, ich hab's überlebt. What the fuck? Ich hab die Scheiße überlebt. What the fuck? Normalerweise wärst du Fetze hier, Alter. Normalerweise wärst du Fixfetzen hier. Oh, Alter. Oben oder unten? Weißt du, die konzentrieren sich dann alle wieder nur auf eine Seite. Nicht, dass man dann wenigstens sagt, okay, passt. Zwei bei der Seite, zwei bei der Seite. Wir können nur so dumm sein. Jetzt ohne Spaß. Dann hätte ich das wenigstens so gemacht, ob der eine bei der Seite, der andere bei der Seite oder so. Aber nee, die Scheiße hat komplett rein hier. Zur Brücke! Er ist am Boden! Zur Brücke, Mulder. Wieso hat man die Brücke nicht gleich gesprengt oder irgendwas? Frage für einen Freund. Also ich... Logik... Nee, Digi. Nee, scheiß auf Logik. Ich bin ja Call of Duty, scheiß auf Logik. Boah, da hat er jetzt aber schön kassiert mit der Kanone. Ich glaube, wenn ich die Granate nicht gehabt hätte, wäre ich in den Arsch gegangen. Das sehe ich anders. Solange ich noch Munition habe, ist alles okay. Vielleicht nehme ich noch eine andere Waffe. Das wäre nicht schlecht. Was heißt denn nicht sicher, oder? Stell dir das an, wir machen ja nichts. So, sind eh alle in den Arsch. Scheiß dich nicht an, Bruder. Scheiß dich nicht an. Ich mag das schon, ich mag das schon. Du kannst eh nichts. Jahrelanges Training, Militär, alles drum und dran, die fetzt der von nieder und legt mir durch. So, einmal. Ja, fix, zweimal. Yippie! Mhm. Der eine da oben, gell? Ja. Komm ich vor nicht. Der wird Alter, was ist mit der noch? Sind ja komplett verarscht. Und zwar Alter. Stepper. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, leg mir den Arsch. Soll ich da helfen? Oh, geht voll. Drehen. Der hintere! Na schau, hier und der andere. Tschüss. Ein kleines Tänzchen. Wie nett. Soll ich mich sicher dabei verpissen? Aber jetzt aber ohne Spaß. Ganz ehrlich, das hättest du aber eigentlich schon einmal definitiv vermeiden können, wenn es gleich nicht mehr passiert. Felix ist ein cooler Charakter gewesen. Zu sagen. Ein kleiner Liebling. Achso, das soll ja noch aufhelfen. Wow, was soll ich denn da alles tun? Was machen die anderen zwei? Nix? Kann nur Depot 3 oder was? Aha. Depot, Alter. Das ist nicht, ob das was mit, gerade mit der Pistole. Oh. Oh! Knapp! Sehr, sehr knapp! Bye bye! Da müssen Sie mehr auffahren! Die Zeit ist um, Harold! Wo setzt Panther?
her und die Wege frei. Erinnere mich nicht. Das musst du. Sie ist... ich verliere die Kontrolle. Kämpf! Du musst durchhalten, nur noch ein bisschen. Der Spiegel ist intakt. Ich kann hineinsehen. Was ist im Spiegel? Avalon. Der Angriff findet in Avalon statt? Nein. Nach Avalon bringen sie mich, sobald ich wieder frei bin. Von dort aus haben wir alles geplant. Wir brauchen die Wiege. So, ich denk's, wo kann ich mich bewegen? What the fuck? Nur immerhin. Schöne Aussicht, Alter. Bist du eppert, schöne Hin. Deine Realität bricht zusammen. Oh, Alter, jetzt kommen schon wieder die Zombies. Da bist du. Aber diesmal muss ich nachladen, schade. Oh ja, Kettensägen-Massaker. Na, bist du eppert. Machst du wieder auf ganz, ganz gut. Haberer leg mir mal ein Spielsteppel zusammen. Bleib ruhig, Schule, bleib. Die können jetzt auch schon schießen. Seit wann können die schießen? What the fuck? Ah, die sind jetzt auch schon mit Panzerung und alles drum und dran unterwegs. Wenn nicht, gut, dass ich das vorher gewusst hätte. Oder wenn ich nicht so eine geguckt habe. Alter. Die deppert oder was? Jetzt kommen die anderen mit Panzerung an bei ihr oder was? Das kennen die nicht noch alles. Ich kriege wenigstens andere Buffen, das wäre super. Freut mir nicht. Wow, scheiß Schädel. Ja, super, Alter. Gerade wieder gewechselt auf normal und auf deppert jetzt. Ich wenigstens irgendeine andere Waffe. Das wäre super. Wir holen dich hier raus, Harrow. Naja, weiß ich nicht, ob du die alle da rausholen wirst, aber mal gucken. Wo wir immer Spiegel in anderen. Ist die größte Bitch im ganzen Land. Ich kämpfe weiter. Ja, das ist wieder ein anderes Thema. Das ist leimend, Alter. Wie ist der Eppert, Alter? Und geht schon, gehen wir. Jetzt können die Dinger auch schon fliegen, oder was? Alter, machen wir jetzt am World War C, oder wie? Einfach mal auf World War C, oder wie? Oder bist du deppert? Leg mich fett am Arsch. Oh, geil. Oh, die Steppert, jetzt machen wir sogar schon auf Uncharted. Naja, Uncharted habe ich wenigstens besser getroffen. Yippie! Mag schon, der ist immer lustiger. Er macht den Stress, der Puh, Alter. Das ist ein Wahnsinn. Aber renn, Digi, renn! Opa! Alter, normalerweise wär's nie. Normalerweise Kopf ab. Ich hab dich. Jetzt hilf mir. Ich was? Ich sehe es jetzt. Die Wiege ist in Washington D.C. im Kapitol. Sie warten auf meinen Befehl, sie freizusetzen. Jesus Christus. Das ist 5000 Meilen von hier. Es ist furchtbar. Jeder innerhalb ein paar Blöcken vom Kapitol wird infiziert. Warum? Weil wir höchstens Kopf für einen Geheimdienstfehler dieser Größenordnung rollen wird.
Für den Fehler, einen Angriff auf unsere Hauptstadt nicht zu verhindern. Einen Angriff mit einer von der CIA finanzierten Biowaffe. Und jemand wird seinen Posten übernehmen. Du. Ich. Das Pantheon wird endlich die Institution kontrollieren, aus der es vertrieben wurde. Ich werde ohnmächtig, Frank. Ihr müsst sie stoppen. Mich stoppen. Wir haben vielleicht noch ein Ass im Ärmel. Das kann sag was werden, was oder? Und sogar noch 5000 Meilen, oder? Na, bist du deppert. Heilige Scheiße. Das kann was werden. Verstanden. Scheiße. Holz! Es geht los. Wie wird das so geil? Er mit dem Rollstuhl und alles. Das hat was. Mit den Schulflippen haben wir eine Vase nicht, ob das was wird. Verdammt. Die tun ihm vielleicht sogar nicht den Rücken einrenken und alles. Der kann plötzlich wieder gehen. Ich will ihn lebend. Es ist schade, dich so zu sehen, Woods. Du strengst dich so an. Du spielst nur keine Rolle mehr. Fake dich! Nach dem Start gebe ich den Befehl. Oh, nimm, 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 nimm. Was gibt's denn heute kurz? Ganz ehrlich, wieso muss man ihm abstechen? Wieso schießt man nicht gleich in seinen Schädel? Ist ja eklig, dass er wieder die Scheiße überlebt. Alter, verarscht's mit dem anderen. Wirklich ohne Spaß. Dann zieht's durch oder gar nicht. Dann zieht's die Scheiße auch durch. Weil nur abstechen bringt sie mal überhaupt nichts, Alter. Das bringt sie nichts, das bringt sie nichts. Wir wissen ganz genau, dass er die Scheiße überlebt. Ich glaube nicht, dass sie sich das trauen. Ich glaube nicht, dass sie sich das trauen, dass Woods stirbt. Was bringt das? Der Schulter oder irgendwas? Sehr, sehr schön. Oh, pass auf, pass auf. So, wie schaut's mit dir aus? Hübscher. So, den da hinten muss ich mal auf alle Fälle. Da, oh, ich will mir die Schulter massieren oder so mit der Puffen. Oh, hört sich auch nicht schlecht an. Sexy. Ja, mal, da geh in Ohrschwapper. So, tschüss. Immer aufs Ärmchen. Bitte. Ich wollte gerade sagen, so, da haben wir sicher nur irgendwo an. Das ist ein Jessica. Doppelt hält besser. Doppelt hält immer besser. Wir sind drin. Wir müssen Jane finden. Sehr was cool, sie darf nicht entkommen. Er liegt auf gemütlich. Geh, ich hab ihn. Er macht es richtig gemütlich, na bist deppert. Hilf mir mal. Hey, klar, Alter. Was bringt sich das Abstecher? Sei immer nicht hab. Kopfschuss, tschüss, Papa. Du brauchst ihn nicht auf Drama machen oder irgendwas. Ich sehe sie. Meine Küche für mich gar nichts, Alter. Ich bin der Koch, Alter. Die, wenn die was macht, das ist alles schwarz. Das kannst du nicht fressen, den Scheiß-Sekretär. Case! Sie darf nicht entkommen. Es liegt an dir. Los! Aber heute geht's ab zum Marsch. Heute Nachmittag. Und dann gibt's was ganz, ganz Gutes. Schnitzi, Schnitzi. Aber ich hab so irgendwie so das Gefühl, dass da noch irgendwas so mit dem Ding noch kommen wird. So ein Zombie-Ding oder so, habe ich so das dezente Gefühl. Irgendwas, ich weiß nicht. Das ist immer wieder vorgekommen in Erm. Da ist halt noch immer Restgift drin. Da ist noch vergiftet.
Nein! Hi! Das ist eh so gut. Opa! Das kann ein Mietkult, das ist nur so deppert, Alter, ganz ehrlich. Opa! Tschüss! Hi! Ich hätte keinen von euch schützen dürfen. Ich hab Livingston zu deiner Suspendierung gedrängt. Ich wollte dich aus dem Weg haben. Oh. Jetzt ist Schisse wieder. Die Steppert. Alter! Gib Gas! Gib Gas! Du verschrott mir noch! Normalerweise wärst du. Wollte ich mal nur kurz gesagt haben. Normalerweise wärst du. Aber ich sage ja nichts. Ich hab ja gar keine Ahnung. Nein! Nein! Jetzt schlüpft wenigstens mit mir. Was Bait gehabt. Oh, sieh, was du angerichtet hast! Ich weiß, wer du wirklich bist, Case. Die Wiege hat dich zu dem gemacht. Ich steppert die Tat über. Dem Pantheon. Kein Erbarmen, oder? B-Steppert. Die Wiege. Friss deine eigene Medizin, Bitch. Oh yes, baby, oh yes, gib mir! Oh, Hände da, Alter! Ja, dann haben wir halt wieder ein paar Zombie-Momente, wie nett. Was passiert? Oh, sogar durchgezogen! Wapprack, Alter! Na dann, viel Spaß! Da hast du ein paar Stunden für dich! Danke fürs Kommen. Kriegen wir Augen oder Schuhe aus Beton? Nichts davon. Aber ich dachte, eine Entschuldigung wäre gut. Verdammt richtig. Ich weiß ja nicht genau wie. Aber was ich weiß, ist, dass Sie eine der größten Katastrophen unserer Zeit verhindert haben. Wir sind also gefragt. Sieht so aus. Können wir einander vertrauen? Wir arbeiten daran. Aktuell haben Sie etwas von großem Wert. Anonymität. Sie stehen im Schatten. Kein Scheiß. Wir leben in diesem Schatten. Das hier ist anders. Ihr Einfluss ist größer als je zuvor. Wir brauchen Sie, Woods. Sie alle. Ich besorge, was Sie brauchen. Unterkünfte, Ressourcen, Geld, weitere Einsatzkräfte. Alles inoffiziell. Ist der Kalte Krieg nicht vorbei? Kein Bedarf mehr an, wie war das? Globale Revolverhelden. Ja. Der Kalte Krieg mag vorbei sein, aber die Welt ist gefährlicher, als sie es je war. Wir wissen nicht, was für Feinde da draußen lauern. Was sollen wir dagegen machen? Was sie immer getan haben. Beschützen sie uns. Harrow mag Geschichte sein, das Pantheon nicht. Ich brauche sie in Avalon. Sie sind noch eine Gefahr? Und ob. Schlimmer noch. Welche Intrige auch immer Harrow zum Pantheon führte, lebt noch unter uns. Wir dachten, wir wären sie los.
Wie es aussieht, waren sie nie weg. Ja, Lyle, das war die Kampagne. Ich muss schon sagen, die war länger als wie die meisten. Definitiv auf alle Fälle. Ich glaube, wir haben 10 Stunden jetzt, glaube ich, gehabt. Oder ja, 10 Stunden ungefähr. 10 Stunden haben wir gespielt gehabt. Am Anfang war ich mal ein bisschen unsicher, ob die Kampagne spielbar war. Aber du hast halt gemerkt gehabt, um die mehr Patches hat dann eigentlich alles reibungslos funktioniert. Am Anfang hat es ein bisschen geruckelt, hat es ein bisschen kappert. Auch ein paar Flackern in den Videos, also in den Videosequenzen. Sonst, ja, sie probieren einmal was Neues. Das fand ich cool, das fand ich leiwand. Ich fand das Ende jetzt nicht so dermaßen interessant, weil der Charakter mich eigentlich fast Nüsse juckt. Der hat mich fast überhaupt nicht gejuckt. Weil wenn das mein Charakter gewesen wäre, in was ich gespielt hätte und den Werdegang so erlebt hätte und so weiter und so fort, hätte ich das geil gefunden, aber sie hat mich ehrlich gesagt eher ein bisschen weniger gejuckt. Fand ich aber trotzdem interessant, fand ich auch geil, dieser Mischmasch ein bisschen aus Zombie und Kampagne, das fand ich relativ cool. Dass du dir auch selbst so ein bisschen so einen kleinen Reim drumherum ausdenken könntest, erst wie ist das jetzt wirklich mit dem Zombie-Modus geschehen und alles drum dran, fand ich cool. Gewisse Missionen fand ich auch gar nicht mehr so schlecht, eher so mehr, wenn es in die Richtung geht mit diesem Zombie-Modus und so weiter und so fort und dieser leichte Mischmasch. Sonst muss ich sagen, so eher mehr so dieses typische Black Ops-artige, nicht so richtig dieses Militärmäßige. Also was ich halt eher so geiler finde, so in Modern Warfare zum Beispiel, da ist halt so richtig geil dieses Militärmäßige, wo du auch wirklich verschiedene Facetten von Missionen hast, wo du vielleicht einmal nur mit einem Flieger unterwegs bist oder nur nachts unterwegs bist, wo du sogar ein Thermalvisier brauchst oder irgendwas in der Richtung. So welche Missionen habe ich schon irgendwie vermisst, so dieser Umfang einfach, dieser extreme Umfang, dass ich nicht immer gefühlt immer die gleiche Mission vor mir habe. Aber eins muss ich sagen, was ich cool fand, war das mit dem Casino am Anfang, wo sie das so planen, so ein bisschen auf Haus des Geldes mäßig. Das fand ich gut, das fand ich stark. Sowas hätte ich gern öfters. Ich finde es auch cool, dass sie immer wieder so am Anfang geplant haben. Das mir hat zwar der ein oder andere Charakter relativ gut gefallen, die restlichen habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, beziehungsweise hätte man ein bisschen mehr ausbauen können, damit ich ein bisschen mehr mitfieber. Aber sonst eine gute Story, wo ich sage, so, die kann man sich für eine gute 10-stündige Kampagne relativ gut geben. Ist jetzt vielleicht meine Lieblingskampagne, das sage ich euch gleich. Ich glaube, da ist trotzdem noch immer, glaube ich, die von Call of Duty 4 Modern Warfare meine Lieblingskampagne, beziehungsweise die Modern Warfare 2. Nicht Remake oder Reboot, sondern das Original. Für mich gibt es nur das Original. Die waren die stärksten von allen. Aber Leute, dementsprechend würde ich mal wieder sagen, war cool. Danke fürs Vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.